Und da geht's auch schon weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück. Während Steve da hinten gerade wild Knöpfe drückt und es gerade komischerweise schon wieder ruckelt. Wir sind jetzt Claire. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Klappe da, also das Tor aufgeht. Ich muss hier währenddessen... Ach, hier ist noch eine Kiste. Ach so. Ist wie so ein kleiner Safe-Raum. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch sehr. Da packen wir gleich mal den Scheiß weg. Ah nee, nicht, dass wir noch irgendwas aufnehmen müssen. Das wäre dann etwas ungünstig. Was ist denn hier? Es ist abgeschlossen, okay. Gut, wir müssen eh raus. Wir müssen jetzt diese Luke da wieder in Gang setzen, beziehungsweise öffnen. Auch sogar mit Treppensimulator nach unten. Das ist ja super. Okay, und wir fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Wieder hoch! So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Vielleicht das Kontrollsystem des Flughafens. Na komm! Komm! Was zum... Claire? Ganz ehrlich. Treib's nicht so weit. Was muss ich denn jetzt hier machen? Scheiße! Ich glaube, ich muss jetzt durch das große Tor raus. Nö, da laufe ich vor... Boah, das war knapp. Oh, das könnte auch knapp... Nee, könnte es nicht. Alles klar. Alles in Ordnung. Mensch, jetzt bräuchte ich so eine Metal Gear Musik hier. Naja, auf jeden Fall, Metal Gear hat großartige Musik. Das fällt mir nur gerade so ein. So. Hey Steve! Ha, hier bin ich! Guck mal auf mich! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Toll! Wenn ich mal wüsste, was wir da gerade für einen Hebel aufgesammelt haben. Hahaha. Aber ich tippe mal, wir müssen jetzt einfach hier irgendeinen Strom wieder anstellen. Irgendwas machen. Warte mal, was war denn hier nochmal? Schlüsselloch? Scheiße! Scheiße! Entschuldigung fürs Fluchen. Oh Gott, was war denn hier? Ach, hier ist da nur diese Kran-Steuerung. Ist hier vielleicht... Hä, hier war noch eine Tür? Seit wann war da noch eine Tür? Aber diese Sirene hört nach langem Hinhören auch ein bisschen an wie so ein Frauengeschrei. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mensch, ich bin mal intuitiv richtig gerannt. Ha, ha. Ja, bitte leg den Hebel um. Gib alles. Und jetzt richtig los hier. Ach so, die Brücke war im Weg. Ah, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Hä, wie sinnfrei war das denn jetzt? Oder kann Claire einen Weitsprung machen auf das Dach? Oder kann man... Ach nee, man kann jetzt oben rüber rennen. Ah, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Na, da habe ich jetzt aber irgendwie kein gutes Gefühl bei. Das ist meist nicht schön, wenn wir irgendwo anders plötzlich lang rennen können. Mal ein paar Heilkräuter oder so wäre auch nicht zu viel verlangt gewesen, oder? Ah. Moment, da muss ich kurz noch mal in die Schränke gucken. Das ist... Die Tür ist kaputt! Okay. Aha! Na, die stehen doch jetzt gleich alle zusammen wieder auf, oder? Na? Er ist bereits tot, ja, aber er wird gleich sich das anders überlegen. Okay. Was ist denn hier? Das Gerät steuert den Öldruck der Brücke. Oh Gott! Verstehe ich jetzt nicht. Was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Ach so, wir können jetzt unten durch, oder? Ja, ach so, ja, das ist der Schlüssel für unten, oder? Für das Tor unten. Jetzt verstehe ich's. Okay. Kriegen wir hin. Wo ich gerade noch davor stand und den Hebel ausprobieren wollte. Das Tor. Da unten.
Also ganz, ganz unten da, drunter da. Okay, komm, Claire. So. Yep. Los geht's. Komm, lass uns rein, lass uns rein, lass uns rein. So. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Finale ist, weil das Finale oder irgendwelche finalen Kämpfe sind immer mit Zeitlimit in Resident Evil. So, was geht hier ab? Oh, hier ist nochmal eine Schreibmaschine. Aber wir haben leider kein Farbband, denn wir sind Luschen. Na komm. Oh, zweimal Heilkräuter, jetzt kriege ich Angst. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, da liegt noch Munition. Ja, diesmal sehe ich sie. Keine Sorge, diesmal habe ich sie gesehen. Oh, okay, dreimal Heilung theoretisch, ha? Liegt Munition und liegen da noch Granaten? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das sind Granaten. Ah, noch ein Erste-Hilfe-Spray wäre nicht schlecht gewesen. Nur mal so, als kleiner Tipp von mir. Na, die Granaten können wir doch gleich kombinieren mit unseren anderen Granaten. Jawohl. Wozu haben wir denn unseren hübschen Granatwerfer? Ah, dass ich jetzt hier nicht mehr speichern kann? Gut, ist für uns jetzt nicht so schlimm. Kannst du bitte einfach unten durchklemmen? Die Lüde, so kann der Fahrstuhl nicht bedient werden. Hä? Claire, willst du mich verarschen? Hä? Hä? Warum klettert die nicht einfach unten drunter durch? Ach, ich muss von der anderen Seite rausschieben, oder? Ah. Jetzt mal Hand hoch, wer noch mitkommt. Shit hier. Ich hoffe, dass mit, dass ich das da gerade ringeschoben habe, ist nicht so schlimm und das wird jetzt wieder behoben. Hier, oder? Hä? Wo soll denn das sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch hier, oder? Hier sind doch die Kistenteile. Hä? So, das weggeschoben. Können wir das andere jetzt irgendwie ein Stück rausschieben, sodass wir das auch schieben können? Oder habe ich da jetzt schon wieder einen Fehler gemacht? Hä, aber wieso kann sie denn nicht einfach durchkriechen? Damit ich von der anderen Seite rein kann. Ja, guck mal, wir stehen im Fahrstuhl drin. Mensch, wir sind so cool. Wir können das. Wir haben es drauf. Was liegt denn hier? Was hat das für einen Sinn? Die Ladung blockiert der Tür, so kann der Fahrstuhl nicht benutzt werden. Fuck it. Nochmal. Hm. Der Fahrstuhl ist doch logischerweise hier neben der Tür. Hä? Was soll ich denn da jetzt machen? Okay, jetzt mal ganz entspannt nachdenken. Das Doppelkisten kann sie nicht schieben, denn sie ist Claire Redfield, ist ja ganz klar. Das kann nur Chris. Chris kann ja auch Steine zerkloppen mit der eigenen Hand und bewegen. Siehe Teil 5, da hat das uns allen gezeigt. Okay, was machen wir jetzt? Naja, das Ding so komplett reinzuschieben, dass es dann so weit drin ist, dass wir die andere Kiste nach oben schieben können und dann auch reinschieben, klappt ja anscheinend nicht. Sch
Scheiße hier, das Gerät steuert die Belüftung. Oh, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Was ist denn? Ist hier noch irgendwo was? Habe ich irgendwas übersehen mal wieder? Scheiße hier. Oder müssen wir da gar nicht hin? Okay, doch, wir müssen dahin. Sorry, aber ich verstehe hier das Prinzip nicht. Das tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Wieso kann sie das nicht? Schieb's doch mal richtig rein. Was ist denn jetzt das Problem, Claire? Aber ich kann das ja nicht schieben, weil ja die anderen Kisten davor stehen. Scheiße hier. Ach, plötzlich geht's? Wieso geht das jetzt plötzlich, wenn ich mal fragen darf? Ich probiere das schon die ganze Zeit so. Also so ähnlich. So, das sitzt dahinter und rein. Ach komm, leck mich doch. Oh, zum Kotzen. Kann bitte der Was? Oh shit, jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt gibt's einen Kampf. Ja, ich glaube, jetzt gibt's einen Kampf. Puh. Okay. Aber gegen wen? Das ist die Frage. Gegen den Psycho? Scheiße. Schmier du dir erstmal die Schminke wieder aus dem Gesicht, du Psychopath. Aber ist der jetzt eine Frau oder ein Mann? Eine Frau, oder? Oder ein Kerl? Nee, ein Mann, oder? Aber keine Ahnung. Ich glaube ein Mann, weil in der Familienchronik zumindest und vom Butler... Ach, schön. Ach, du Scheiße. Nee. Nee, Leute. Nee. Nee. Nee, nee. Nee. Nope. Nee. Nee, 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 nee. Nein. Oh, nein. Wohin muss ich denn hier von... Ja, schön, ich weiß, dass du hier schnell raus musst. Wo bin ich hier? Scheiße. Scheiße. Na, ah, scheiße. Ach, fuck it. Entschuldigung. Ach, ist ja logisch. Wo renne ich denn jetzt hier lang? Ach, Mann, bin ich blöd. Ach, zum Glück ist der Wurm noch viel blöder als ich. Gott sei Dank. Scheiße, ey. Och, na klar. Wir müssen jetzt wieder zum U-Boot-Ding. Ah. Und dann, oh Gott, und dann die richtige Tür hoffentlich treffen. Nein. Wow! Fette Detonation. Ach, und das meintest du, dünne Matte, damit, dass ich dann da nicht mehr hinkomme? Mhm. Okay, jetzt kommen wir alle mal runter und freuen uns. Scheiße. Okay, wie viel bämst der uns weg, wenn der uns trifft?
Ach du Scheiße. Oh Gott, muss ich den jetzt bekämpfen? Ich weiß es nicht. Okay, den muss ich bekämpfen, offensichtlich. Probieren wir mal damit. Okay, war eine scheiß Idee, mochte er nicht so. Kannst du nicht mal vorbeirennen? Claire? Was ist dein Problem? Oh Mist. Oh, ich hätte mal speichern sollen. Scheiße. Okay, wir probieren noch einmal rüber zu rennen. Okay, mag er nicht. Okay, aber darauf reagiert er anscheinend ein bisschen anfälliger. Steh auf! Steh auf! Unser erster Todesbildschirm. Schön, muss man auch mal gesehen haben. Hä? Nein! Och, leckt mich doch. Okay, ich mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Plan B, Leute. Da wir gerade sowas von abgekratzt sind, bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen auf Abstand. Ich habe gemerkt, die Säuregranaten haben eben nicht so viel Spaß gemacht. Wir ballern jetzt... Aha! Ist er jetzt schon tot? Oder... Moment. Moment. Vielleicht mal ein bisschen mit der? Okay, das scheint wenig Sinn zu machen. Oh Gott. Ich habe jetzt auch diese BOW-Granaten mitgenommen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich weiß es nicht, ob die dafür gut sind. Immer schön auf die Kniescheibe, Claire. Können wir jetzt wegrennen? Scheiße! Stirb! Gott, ich verbrate ja alle unsere Waffen. Klar, schon alle, super. Scheiße. Na, ich weiß es nicht. Jetzt ist er tot. Können wir die noch untersuchen? Nee. Boah! Okay, die Taktik war wohl die klügere, habe ich jetzt gerade so überlegt. Weil sobald wir ihm zu nahe kommen, haut er uns ja weg. Und das ist nicht sehr praktisch. Puh. Jetzt müssen wir nur wieder zurück zu Steve. Habe ich mir das jetzt eingebildet oder war es jetzt wirklich so, dass diese normale Waffe ihm gar nichts ausgemacht hat? Unsere Pistole. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hoffentlich steht der nicht nochmal auf und lungert uns auf irgendwo. Der fährt jetzt mit dem Fahrstuhl auf der anderen Seite runter und dann sehen wir uns wieder. Das wär's. Komm, Claire, mach hin. Zum Glück wird mir hiervon nicht noch Zeit abgerechnet für die ganze Kacke hier. Das wär's. Ja. Yay, the self-destruction system. Ach scheiße, was mache ich denn? Ja, Hebel, komm. Oh, diese tolle Resident Evil Dramatik, wie man sie liebt. Blub, 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 blub. Ja, das wird mir natürlich angerechnet, ne? Ist toll. Ach. Komm. Komm, Claire. Beweg dich. So, wir müssen jetzt wieder die linke Tür. Die kleine Tür. Nicht die große Metalltür, sondern die kleine einzelne Tür. Nicht vergessen. Komm. Das Laggen ist natürlich wieder dramatischer Effekt, ne? Damit ihr das ganz genau sehen könnt. Damit wir hier auch jeden Schritt einzeln nochmal rekapitulieren können im Nachhinein. Also, wenn es jetzt das schon gewesen sein soll, also das war jetzt auch kein Endgegner. Ich dachte jetzt echt, der
Der Alfred dreht durch, spritzt sich irgendwas so wie Wesker und will uns dann umbringen, keine Ahnung. Und mutiert dann zu irgendwas Fettem. Ah, keine Ahnung. Das hätte ich jetzt eher erwartet und nicht irgendwie, er beschwört irgendein Vieh hoch. Also beziehungsweise nicht hochbeschwören, sondern er tippt wild in irgendein Computer was ein und dann kommt das Vieh da mit der Röhre angefahren. Na, wenn ich Steve wäre, würde ich aber auch hibbelig werden. Was macht eigentlich der in der Zwischenzeit? Claire kommt nicht, er sitzt da. Ist schwierig, ne? Die Zeit läuft ab. Die er ja gar nicht sieht, weil nur wir haben die supergeile digitale Zeitablaufanzeige. Pech für dich, Steve. Ja, tu nicht so. Klatsch, Emilia. Nein, Quatsch. Yay! Inside Loop. Ah ne, jetzt ist wieder normal. Wir fliegen! Yay! Sag mal, woher kann Steve denn bitte fliegen? Xianjing. War's das jetzt? Yay! Na, ich glaube nicht, Claire. Oh. Oh. Nein. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Ich hab auch frei an. Mich stört eh nichts. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Auch immer so viel Verständnis. Steve. Oh, das sagte sie noch. Nee, auf jeden Fall. Ja. So, where should we go now? Karibik! Anywhere you want to go, Claire. Ja, such dir was aus, ne? I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Das gibt. Hä? Das ist doch jetzt nicht ernsthaft das Happy End irgendwie. Quatsch. Ah, da kommt. Vor allem Wesker war ja noch da. Nee, ach, das ist noch nicht vorbei. Alter, der steckt in seinen Panzer und schießt uns jetzt ab, oder was? Er sie. Oder sie er. Oder wie auch immer. Oder lässt sich der Panzer auch als Flugzeug ummodellieren? Du Scheiße, was denn jetzt? Mit Fahrstuhl? Der Panzer war nur eine ganz billige Attrappe. Na, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie läuft denn der? This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Oh, immer diese Psychopathen, die einen nicht in Ruhe lassen. Das ist ja der Wahnsinn. Und einen mit dem Kampfjet verfolgen wollen. Ach du Scheiße. Heieieiei. Muss nicht doch dein dicker Freund kommen und mit drin springen? Ach. Ah. Ganz toll. Wir wollten doch nach Hawaii durchbrennen. Verdammte Scheiße. Ja, das war scheiße, ne? Hey, what the? Ja, damit hast du nicht gerechnet, du Top-Pilot. Oh. Ja, lass die Frau mal machen, ne? Oh, Leute. Ich ahne mal wieder Böses. Wir speichern erst einmal ab, würde ich sagen. Wir speichern ab. Lassen uns jetzt mal nicht beirren von dem Blödsinn hier. Ganz entspannt. Speicher ab! So, ganz entspannt, wie ich gesagt habe. Obwohl ich auch Safe-Stats machen könnte, wie gesagt, aber pff, scheiß drauf. Obwohl, könnte ich eigentlich machen.
Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache ein Safe State. So, da ist der Safe State auch schon gesetzt. Jetzt packen wir nur noch die Farbbänder weg. Vor allem, ich habe ja meine Heilung noch komplett. Boah, Glück gehabt, wa? Ob ich die brauche? Ich wette, es kommt ein Kampf. Nehmen wir einfach die mit. Und schauen mal, was uns erwartet. Ja, los. Feuerpfeile haben wir auch noch, für den Fall. Und unsere Pistole, die auch nicht so scheiße schießt. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Teil 2 mit dem Zug dann so. Ja, irgendwas ist im Anhänger. Ja, ja, ich geh mal gucken. Und dann war da dieses riesengroße mutierte Vieh drinne, was den ganzen Raum eingenommen hat. So, was ist hier los, hä? Bord, die Stewardessen kommen doch nicht mit Essen. Lass uns in Ruhe. Oh, shit. Hallo. Was, die da immer noch 8 Stunden steht? Ich würde die Tür wieder zumachen. Ja, du, wir wissen, dass du hübsch aussiehst. Hier, so, Male Model Contest würdest du gewinnen. Wieso es vor allen Dingen sie nicht beide herauszieht, ist überhaupt nicht fragwürdig. Nein, nein. Hoffentlich rennt das Vieh jetzt nicht so Nemesis-like. Guck Claire uns jetzt an. Ja, Claire, guck mich nicht an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vorbereitung beendet, das Katapult. Was für ein Katapult? Voll. Wow! Alter! Wie? Scheiße! Ich sehe nichts. Komm, 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 Claire. Komm, 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 komm. Schieß ihn weg. Schieß ihn weg. Oh, wow. Oh. 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 Okay. Vielleicht hat er eine Affinität gegen Feuer. Kann ja sein. Vielleicht ist er ein Pflanzen-Pokémon. Okay, renne, 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 renne. Komm, das ist wie gegen Nemesis so ein bisschen. Renne. Schieß ihm die Kniescheibe weg. Oh, ich hasse Gegner, die nur so gehen. Na toll. Komm, 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 komm. Guck mal, der zeigt uns seine Feuerpranke. Er ist ganz stolz drauf. Oh, jetzt muss ich aber nochmal gucken, wie viel... Moment. Wow! Ich drücke hier 5-mal. Dieses Laggen ist echt zum Kotzen. Ich sag's euch. Nee, wir nehmen... Die scheinen nicht so viel Schaden zu machen. Wir nehmen die normalen Granaten. Ja, shit. Okay, komm, Claire, steh auf. Steh auf, komm. Scheiße. Komm, komm, komm. Was? Wieso? Wieso? Okay. Laden, Slot 8. So. Meine Güte. Okay, wir müssen das jetzt cooler machen. Wir müssen es ganz cool machen. Vielleicht sollte ich doch mal so eine BOW-Granate auf den hauen. Ah, ich weiß es nicht. Doch, wir machen es. Komm. Doch. Ich überlege, ob ich überhaupt hier die Pistole mitnehmen soll und nicht stattdessen lieber mit den Dingern hier mal ein bisschen rumhantiere noch. Wir haben ja schließlich noch 9% drauf. Wir machen es einfach mal, wir probieren es. Wenn scheiße ist, ich habe ja mehrere Anläufe hier, wir können Safe States machen, bis wir umfallen. Also, folgender großer Plan. Nein, ich wollte noch die Feuerdinger mitnehmen. Schade, dass ich die ganzen Säuregranaten verballert habe. Aber wir haben noch Napalm, okay. Napalmgranaten. Okay, also auf jeden Fall weiß ich, dass ich mir das jetzt schon mal sparen kann mit dem Ausprobieren. Wir müssen ihn wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiere, erstmal so schwächen, dass er irgendwie vielleicht wieder in die Knie geht und dann müssen wir probieren, dieses Katapult-Ding zu aktivieren. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!